wichtigste Aufgabe derzeit wäre, die Unterkünfte der Flüchtlinge winterfest zu machen. Wir frieren schon, wenn eine Nacht die Heizung ausfällt. Wer erst in Zelten oder Massenunterkünften leben muss, dem wird es ganz anders gehen. Aber anstatt sich den tatsächlichen Herausforderungen zu stellen und die Dinge anzugehen, die angegangen werden müssen, erleben wir auch wieder unvermindert Vorschläge, die Flüchtlinge abschrecken sollen und die nicht geeignet sind, Lösungen zu finden, sondern eher dazu geeignet sind, rechte Stammtische zu bedienen. Das ist Stimmungsmache statt Handeln und nützt im Übrigen nur der AfD. Das macht mir wirklich ernsthafte Sorgen. Nicht nur die üblichen Verdächtigen aus dem Süden der Republik, auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière haben sich für eine rasche Abschiebung aussichtsloser Asylbewerber in speziellen Transitzonen ausgesprochen. Und Herr Seehofer hat jetzt verkündigt, dass sich CDU und CSU darüber geeinigt haben. Solche Transitzonen wären im Übrigen rechtsfreie Räume, in denen das Grundrecht auf Asyl ausgehebelt würde. Das ist mit uns definitiv nicht zu machen. Solche Vorschläge sind im Übrigen auch nicht praktikabel. Sie zeigen vor allen Dingen eins, dass offensichtlich auf Seiten der Regierung in erster Linie Chaos herrscht und dass nach wie vor ein offener Aufstand gegen die Kanzlerin stattfindet. Jeder macht offensichtlich, was er will. Es wäre im Übrigen Frau Merkel nur zu wünschen, dass sie sich in der Flüchtlingsfrage gegenüber den Hardlinern in ihrer eigenen Partei und der CSU durchsetzt. Mit uns sind die Einschränkungen des Asylrechts, die diese Woche im Bundestag zur Abstimmung stehen, im Übrigen definitiv nicht zu machen. Es ist Zeit zu handeln, statt zu hetzen. Es braucht energische Anstrengungen, nicht nur gegen die anstehende Winterkälte, sondern auch gegen die seit Jahren im Land herrschende soziale Kälte. Wir schlagen deshalb vor, dass die Große Koalition ein Sofortprogramm für den sozialen Zusammenhalt auf die Beine stellt, die allen Menschen und auch den Flüchtlingen zugutekommt, allen Menschen hierzulande mit mittleren und unteren Einkommen. Neben einem sozialen Wohnungsbauprogramm muss massiv in Bildung, Kinderbetreuung, Gesundheit und Integration investiert werden. Wir brauchen dringend ein Integrationsprogramm für diejenigen Flüchtlinge, die in unserem Land bleiben werden. Die soziale Ungerechtigkeit in unserem Land muss dringend angegangen werden, sonst besteht die große Gefahr, dass Flüchtlinge gegen andere Bevölkerungsgruppen ausgespielt werden und wir in der Tat auf diesem Weg nur rechtspopulistischen Parteien und Gruppen zuarbeiten. Auch die Finanzierung muss im Übrigen sozial erfolgen. Es ist meines Erachtens eine völlige Illusion zu meinen, dass das längerfristig aus den laufenden Haushalten zu finanzieren ist. Wenn aber solche unsinnigen Vorschläge wie Mehrwertsteuer zu erhöhen oder europäische Soli-Beiträge einzufordern nicht realisiert werden und hoffentlich nicht realisiert werden, weil es nur die unteren sozialen Gruppen trifft und die Beschäftigten trifft, dann müssen wir endlich den Mut haben, über eine Millionärsteuer und über die Erhöhung der Erbschaftssteuer für hohe Vermögen eine vernünftige Finanzierung auf die Beine zu stellen und für Mehreinnahmen des Staates zu sorgen. Im Übrigen würde ein Programm für den sozialen Zusammenhalt und ein Integrationsprogramm auch wie ein Konjunkturprogramm wirken, das die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt ankurbelt. Es wären also nicht nur Kosten, sondern es würde tatsächlich auch ein Fortschritt für die Gesellschaft hereinkommen. Und wir sollten nicht immer nur über die Probleme im Zusammenhang mit den Flüchtlingen reden, sondern auch über die Chancen und die Möglichkeiten, die sich unserem Land damit bieten würden.